Henny, wollen wir den Leuten heute mal erzählen, wie ich zu dir gekommen bin? Weil dich habe ich ja anders aufgenommen als den Rest der Knödeltiere. Ja! Die anderen Geschichten werde ich natürlich auch noch erzählen, aber mit dir fange ich heute mal an. Na, da spitzt man die Lauschung. Aber eins wissen wir alle schon, die Story hat ein Happy End, also ist es einfacher zuzuhören. Zum Glück. Ja, Glück spielt eine ganz große Rolle, aber auch, weil du so ein super cleveres Kerlchen bist, Benny. Ein super schlauer Fuchs, der eigentlich gar nicht mehr da sein sollte. Denn die Frau, bei der du leben musstest, hat dich armen Kerl einfach eingesperrt. Ja, im Bad. Ja, das ist wirklich schlimm. Und das fast 2 Wochen. Ganz lange. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine ganz schlimme Messi-Wohnung war das. Und die ist einfach über Nacht abgehauen. Überall Dreck und es hat ganz sehr gerochen. Und woraus hast du eigentlich getrunken die ganzen Tage? Aus dem Klo. Und nur deswegen konntest du überleben. Weil du cleveres Baby gelernt hast, die Toilettenspülung zu benutzen. Um an frisches Wasser zu kommen. War schwer. Das glaube ich gerne. Und was hast du gegessen die ganze Zeit? Ah, daher kommt deine Vorliebe für Krabbeltiere. Sind lecker. Naja, für dich vielleicht. Aber wie bist du eigentlich rausgekommen, damit du dann gerettet werden konntest? Hab geschrien. Ja, ganz laut. Weil eine andere Möglichkeit hattest du ja nicht, dass die Nachbarn auf dich aufmerksam werden. Hatte ich nicht. Ja, und dann kam die Polizei und hat die Wohnung aufgemacht. Dich übergangsweise zu deiner netten Frau gegeben, die mich dann kontaktiert hat. Mein Glückstag. Ja, meiner auch. Und ohne zu zögern habe ich dich, klein Wurm, genommen. Für immer? Natürlich für immer. Obwohl du, kleines Knödel, mir irgendwann das Herz brechen wirst. Ich weine. Okay, Schatzel. Und daran wollen wir auch gar nicht denken, denn bis dahin vergehen noch ganz, ganz viele Jahre. Du, Dad? Ja, Benny? Ich danke dir so dolle. Ach, du süßes Knödelchen. Am Ende hast du mich gerettet. So ein Quatsch. Naja, doch schon so ein bisschen. Aber egal, komm, wir spielen noch eine Runde und die anderen wissen jetzt Bescheid, wie du zu mir gekommen bist. Mach ein bisschen streicheln. Wie du magst, du kleiner Wurm. Mensch, ist jetzt gut hier. Ich hab schon Baby in die Augen.